Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Donnerstag. Asche auf mein Haupt. Ich habe gestern ein paar Schnipsel gefilmt auf einem Event von Oatly, Hafermilch. Das Schnipselzeug zeige ich euch jetzt. Es war eine sehr, sehr gemütliche Runde und ich habe Mia von Hey Lila Hey wieder getroffen. Den Kanal von ihr verlinke ich euch mal unten in der Infobox, weil ihr habt ja gesagt, viele von euch interessieren sich zum Beispiel fürs Thema faire Mode. Genie? Bitte? Störe ich dich in deiner Mittagsruhe? Es sieht so aus, ne? Unglaublich. Bist du jetzt ruhig? Kann ich jetzt weiterreden? Ja? Ja? So, da sich ja viele von euch für das Thema faire Mode auch interessieren, verlinke ich den Kanal mal unten in der Infobox, könnt ihr mal vorbeischauen. Und wir haben Haferbrei gekocht. Es gibt übrigens ein Paleo-Update bald. Ich weiß, ich muss dazu was sagen, aber das kommt bald. Heute ist, wie gesagt, Donnerstag. Ich habe mich heute Morgen getroffen und ein neues Café ausgetestet. Und jetzt habe ich mich in meine einigermaßen angenehmen Sportklamotten geschmissen. Also nicht einigermaßen angenehm, sondern in Halbsportklamotten geschmissen, weil ich nachher noch zu einer Veranstaltung von I+M gehe. Yay! Und da stand, wir sollen uns gemütlich anziehen und das ist eine Bali angehauchte Location. Wir müssen die Schuhe ausziehen und wir sollen raten, was dann gemacht wird. Und ich nehme mal an, entweder wir meditieren oder wir machen Yoga. Und deswegen dachte ich mir, jetzt ziehe ich mir meine Lululemon-Hose an und ein entspanntes T-Shirt. Ich kann euch das ja mal zeigen. So sieht mein Outfit aus. Ich hoffe, es ist scharf. Das sind einmal meine Lululemon-Hosen, die ich sehr, sehr lange nicht mehr anhatte. Und der Knoten hier vorne sieht irgendwie komisch aus. Und dann ein einfaches Top von Edited ist das, glaube ich. Das habe ich letztes Jahr im Sale gekauft, was man hier vorne knoten kann, was ich aber offensichtlich nicht kann. Sieht sehr merkwürdig aus. Wenn ich schon dabei bin, ich habe wieder meine Topshop-Ohrringe drin und meine Daniel Wellington-Uhr um und den Schmuck, den ich immer trage an den Fingern, meine Ringe. Ja, und jetzt esse ich erstmal Mittag und dann breche ich auf zu I+M. Ich nehme euch natürlich auch noch übers Wochenende mit. Am Sonntag ist ja das erste Deutschlandspiel, also nicht, dass ich jetzt irgendwie voll der Fußballfan wäre oder so. Aber da bin ich mit einer Freundin verabredet. Wir machen Private Public Together Viewing. Keine Ahnung, wie man das dann nennt. Dachte ich, wäre es vielleicht ganz lustig. Hätte ich fast vergessen. Ich habe wieder was bei Gymshark bestellt. Ich konnte nicht widerstehen. Die bringen im Moment so viele coole neue Sachen raus. Einmal ein Sport-BH und dann ein Top, das man wenden kann. Ja, das kann man einmal so in Grau tragen. Oder man dreht es so um, was ich noch cooler finde. So. Und dann ist es so lila. Seht ihr das? Sehr cool. Und ich mag halt den Rücken sehr gerne. Und dass es ein bisschen kürzer ist. Jetzt im Sommer, denke ich, ist das ganz angenehm. Es ist ein sehr cooles Material. Im Internet sah das aus, als wäre das so ein Baumwollzeug oder sowas. Aber es ist schon relativ fest und es ist halt hier so ein Lasercut. Ziemlich cool. Tadam! Und es passt übrigens ganz zufällig so zusammen. Ganz zufällig. Ganz zufällig. Thank you.
Nadini, hast du jetzt aufgegeben? Doch in der im Schatten liegen. Ja, ja. Tu mal so. You're calling. I'm falling. Don't know what it is you do to me. Yeah. Where you go? I follow. Ich weiß nicht so wie viel Mal jetzt schon. Heute ist Freitag und ich nehme euch natürlich wieder mit durch den Tag. Ich habe nachher noch die Goodie Bag, die es auf dem I+M Fashion Changers Event gab. Die zeige ich euch noch. Jetzt bin ich aber gerade auf dem Weg, um ein bisschen Naturkosmetik für euch einzukaufen und die dann zu testen in meinem Video, das ihr dann schon gesehen haben solltet. Wenn dieser Vlog online ist, dann würde ich euch das oben hinter dem i und unten in der Infobox verlinken. Ich bin so zukunftsweisend. Und ja, bevor ich losgehe, wollte ich euch mal kurz mein Outfit zeigen, weil ich glaube, das ist diese Woche bis jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, glaube ich, weiß ich nicht. Es war irgendwie viel los, deswegen mein Outfit. Ich habe mal meine Brille auf. Das ist ein Modell von Michael Kors, das ich gefunden habe über Mr. Specs. Das kann ich euch gerne unten in der Infobox verlinken, wenn es das noch gibt. Dann meine Ohrringe wieder. Die gestreifte Bluse habe ich rausgekramt, so wie die Brille. Und dann habe ich meine Mom Jeans an. Ja, auch wie immer. Die habe ich mir jetzt allerdings mal noch in schwarz bestellt. Ich hoffe, die kommt noch vor dem Wochenende, damit ich nicht immer in der gleichen Hose rumlaufe. Zumindest nicht in der gleichen Farbe. Diese süßen Schuhe von Pepe Jeans an. Mein Rookie, den ich immer dabei habe, da bräuchte ich auch mal einen neuen, weil da die Träger kaputt sind und ich die so zusammengeknotet habe. Aber nun ja, so sieht das aus. Was habe ich noch? Achso, meine Uhr habe ich auch noch um. Mal nicht meine Apple Watch, sondern die von Danielle Wellington. Und jetzt düse ich los. Ich habe heute Abend noch eine Veranstaltung von einer Agentur, mit der ich schon zusammengearbeitet habe. Die haben eine Rooftop-Party und davor würde ich eigentlich noch gerne mal entspannt zum Sport gehen. Nicht immer rüberrennen ins Fitness, ins Superfit, sondern mal wieder in mein wunderschönes Fitness First am Zoo gehen. Ich hoffe, das schaffe ich noch und kann da ein bisschen chillen. Die Party fängt um 18 Uhr an. Jetzt ist es 2:30. Es wird knapp, aber ich denke, wenn ich da um 19 Uhr erscheine, ist das auch noch gut. So, los geht's! You've been down thinking about him again. I know that your heart's been broken. You should try and let it go and start being yourself. You.
Cause you don't need to be ashamed. Everyone's got their hearts broken sometime. Let's go out and lose our minds, forget all about him. Da bin ich wieder. Heute ist Sonntag. Ich bin eigentlich gerade so ein bisschen auf dem Sprung. Oh Gott, jetzt bin ich aber weiß. Ich bin gerade so ein bisschen auf dem Sprung zum Sport. Gestern habe ich den ganzen Tag nur rumgelegen und heute muss ich mal wieder ein bisschen Action machen. Aber am Wochenende, also beziehungsweise jetzt Freitag, Samstag, sind so unglaublich viele Päckchen und Goodiebags dazu gekommen. Ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass mir Päckchen zugeschickt werden. Und ich dachte mir, ich mache die jetzt mal auf. Ein paar davon habe ich schon bei Instagram geöffnet und die Goodie Bags wollte ich jetzt hier machen und noch ein Päckchen von... Och, Genie! Genie hat nichts gekriegt in den Instagram-Päckchen, deswegen ist sie jetzt, glaube ich, ein bisschen stinkig. Genie! Hast du nichts bekommen? War da nichts drin in dem Päckchen für dich? Au! War nichts in dem Päckchen drin? Okay, ich glaube, wenn ich in Ruhe filmen will, dann muss ich das mal kurz wegbringen, das Mizo. Herr Genie, gehst du mal kurz ins andere Zimmer, bitte? Kannst du das machen? Ja, ne? Kannst du machen. Oder auf deinen Grasbaum, wo willst du hin? Bis gleich. Doch nicht? Das sind die Päckchen, die sich alle bei mir angesammelt haben. Das ist natürlich nicht der Normalzustand, aber hier sind zum Beispiel zwei Päckchen von Trend Raider. Die habe ich gerade schon auf Insta-Stories ausgepackt. Ich verlinke euch hier mal meinen Insta-Story-Kanal. Da könnt ihr mal vorbeigucken. Kanal-Account, ihr wisst schon, was ich meine. Dann habe ich hier noch eine Box von einer tollen Kooperation, von der ihr bald mehr sehen wollt. Die beiden Goodie-Bags von den Events, wo ich war. Eine Bestellung, die ich selber gemacht habe. Und dann noch was, was mir über Instagram zugeschickt wurde von der Bio-Apotheke. Und ja, die Foodspring-Box wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, weil ich das richtig cool finde, wie die das aufgemacht haben. Also, werdet ihr gleich sehen. Ist einfach echt nett, wie die ihre Produkte verpacken und sowas. Deswegen wollte ich euch das mal zeigen und sozusagen eine kleine Empfehlung aussprechen. Das habe ich mir, wie gesagt, selber bestellt. Also zu Foodspring muss ich sagen, ich bin eigentlich kein großer Freund von diesen ganzen Sport-Supplements, Zusatzstoffen und sonst irgendwas. Das Einzige, was ich eigentlich immer da habe, was ich jetzt gelernt habe, was ich vielleicht auch mal benutzen sollte, ist ein Eiweißpulver, weil ich es oft einfach nicht schaffe, genug Proteine zu mir zu nehmen, weil ich halt Linsen und Erbsen und die ganzen natürlichen Eiweiße aus Pflanzen nicht wirklich vertrage. Ich habe mir hier das Bio-Protein bestellt, das heißt, es ist von Weiderindern und halt Bio, finde ich sehr gut. Es schmeckt auch einigermaßen, nein, schmeckt nicht nur einigermaßen, es schmeckt auch ganz gut. Ich mache mal noch eine Banane rein oder ein paar Beeren oder sowas und nehme das nicht täglich oder so, nur wenn ich halt sehr viel Sport gemacht habe und ich kein Fleisch oder sonstige Eiweiße zu mir genommen habe und ich glaube, dass da mein Körper noch ein bisschen Eiweiß braucht, um die Muskeln aufzubauen. Dann das, warum ich euch das überhaupt zeige, ist eigentlich dieses Heftchen. Das ist so ein personalisiertes Pamphlet. Ich zeige euch das mal. Genau. Und ja, da ist nochmal vorne meine Bestellung drin, was ich ganz cool finde. Und dann halt noch so ein paar Zusatzinformationen. Und das finde ich ist einfach... Es ist richtig gut gemacht. Also muss ich schon sagen, verpackungsmäßig, auch wenn das nur so ein ganz einfaches Heftchen ist, das ist irgendwie schon so das gewisse Extra, was für mich eine Sache einfach gut macht. Da ist auch ein Gutscheincode drauf. Sehr cool. Dann gab es umsonst dazu so einen Eiweiß-Shake-Becher. Fand ich ganz cool. Ich habe noch einen anderen, da ist so eine Kugel drin. Die werde ich da einfach mit reinpacken, damit man das Eiweiß ordentlich shaken kann. Ich sollte mich vielleicht mal gerade hinsetzen.
Dann habe ich mir noch ausgesucht, dachte ich, probiere ich einfach mal, wenn ich schon jetzt bestelle, einmal Schoko-Brownies. Bin ich gespannt, wie die schmecken. Es sind auch Protein-Brownies und ich bin im Moment so ein süßes Esserchen. Dachte ich mir, wenn schon, dann mache ich das mal. Da muss ich vielleicht einen Eiweißshake nicht trinken und habe gleichzeitig noch was Süßes. Da war die Backform gleich mit dabei. Dann auch noch als kleines Goodie, einfach umsonst kriegt jeder, konnte ich mir einen Bar aussuchen und das waren zufällig diese Paleo-Bars von Foodspring. Da habe ich mich entschieden für die Heidelbeer-Variante. Sie haben, glaube ich, noch Schoko und Mango oder irgendwie sowas. Und mich hat aber die Heidelbeer-Variante am meisten angesprochen. Die werde ich mir jetzt auch gleich mitnehmen, wenn ich zum Sport gehe. Und dann habe ich noch mir bestellt einmal Energy Aminos, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass ich eigentlich nicht so ein großer Fan bin von diesen ganzen Pre-Workout, After-Workout-Ersatzstoff-Dingern bin. Das war entweder ich zahle die Liefergebühren selber oder ich suche mir halt noch was aus und dann ist das sozusagen inklusive. Ich probiere es einfach mal. Wenn ich dann das nächste Mal, nachdem ich das genommen habe, aussehe wie der Hulk, dann zeige ich euch Bescheid. Das war das Foodspring-Päckchen. Und dann habe ich, wie gesagt, noch zwei Goodie-Bags. Dafür gehen wir, glaube ich, mal aufs Sofa. Das ist einfacher. Die kippe ich einfach aus und zeige euch das dann nochmal. Vielleicht als erstes die Tasche von I plus M und den Fashion Changers. Die Fashion Changers verlinke ich euch auch unten mal in der Infobox. Die Veranstaltung stand so ein bisschen unter dem Motto Selbstliebe bzw. Frauenbild in der Mode und im Beauty-Bereich. So ein bisschen Empowerment, finde ich ein komisches Wort. Aber ja, da gab es also diesen schönen Beutel dazu, den ich auch mit Sicherheit benutzen werde. Sowas finde ich immer sehr praktisch. Und dann schauen wir mal rein. Achso, so ein Tüchlein ist noch dabei, was ich auch sehr cool finde. Ich habe hier so ein rotes, was ich sehr, sehr gerne trage von H&M. Das ist jetzt hier schön aus Baumwolle und so. Das werde ich sicherlich viel benutzen. Und dann schauen wir mal, was da drin ist. Also natürlich ist ein bisschen Infomaterial drin. Einfach hier von den Sponsoren und dem Veranstalter Fashion Changers und I plus M. I plus M unterstützt zum Beispiel auch Frauenhäuser in Afrika, was ich ziemlich cool finde. Und dann war natürlich von meiner Lieblingsserie, was heißt natürlich, da bin ich natürlich sehr schon wieder natürlich glücklich drüber, einmal ein Daily Wash Peeling mit dabei aus der Hydroperform Reihe. Die mag ich sehr gerne. Oh, es rollt alles weg. Dann der Aqua Boost, auch aus der Hydroperform Reihe. Ein Deo. Ich habe die I plus M Deos bis jetzt ja noch nicht probiert. Ich bin aber sehr gespannt, ob die mit den Ponyhütchen Deos Konkurrenz machen können. Schritt halten können, genau. Und den Riegel habe ich natürlich schon aufgegessen. Der war aber sehr lecker. Da werde ich den Gutschein auf jeden Fall einlösen, der mit in der Goodie Bag war. Und dann gab es natürlich ein Display bei der Veranstaltung mit I plus M Produkten. Und da durfte ich mir die Männerserie am Ende mitnehmen. Da habe ich einmal White Life for Men, die 24-Stunden-Creme. Und das Face Power Gel. Und dann noch das Bartöl und das bekommt Stefan zum Geburtstag geschenkt. So, und am Freitag war ich ja dann auch noch auf dem DiviMove-Event. Da habt ihr die Bilder auch schon gesehen. Da gab es diesen Beutel. Schauen wir mal, was da drin ist. Da hätten wir zwei Produkte von Benefit, die bestimmt einen Abnehmer bei meinen Schwestern finden. Und eine Mascara. Dann haben wir hier so ein, ich glaube, es ist ein Gesichtsspray, ja, Facial Mist. Bin ich gespannt. Schaue ich mir mal an. Die Marke sagt mir jetzt erstmal nichts, aber das ist ja nicht schlimm. Mal schauen, ob es Naturkosmetik ist. Was ich super lustig finde, ist dieser Ventilator mit Spritzflasche. Ja, wenn es wieder so heiß wird, ist das bestimmt ein gutes Gimmick. Dann haben wir einmal Organic Potato Chips mit Vinegar und Carrots. Und dann noch ein Ladegerät von Euphoria. Zum Abschluss sage ich es nochmal, aber ich glaube, das ist selbstverständlich. Ich zeige euch das natürlich nicht, um irgendwie anzugeben, was mir alles zugeschickt wird und sowas. Wie gesagt, das ist bei mir auch wirklich nicht der Normalzustand. Normalerweise kriege ich nur Sachen zugeschickt, wenn ich irgendwie eine Kooperation habe oder sowas. Sozusagen für die Arbeit wirklich. Aber ich bin selber immer so neugierig, was man so auf Events noch mitbekommt oder was die Marken rausgeben. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch das so PA, wie nennen die das immer, Post-Package, Unpacking, PR-Box-Unpacking heißt das genau bei den britischen YouTubern immer. Dachte ich mir, mache ich auch mal, wenn ich mal die Gelegenheit dazu habe. Wie gesagt, so oft kommt das nicht vor. Und jetzt mache ich mich dann auf zum Sport.